Vier bis fünf Titel reichten aus, dann waren das Sitzkonzert beendet, jegliche Schulatmosphäre verflogen und die ersten Herzen erobert. Abend für Abend, eine Woche lang. Viel geschlafen haben die Musiker der Band Wilhelm nicht. Da wirkt sie Wunder, die winterlich kalte Weimarer Luft. So richtig sind Sänger Maximilian Wilhelm und der Keyboarder Volkmar Haupt noch nicht wieder angekommen. Zu beeindruckend war die kleine Tournee durch die Picardie. Eine Bar in einem Getränkestützpunkt, ein beliebter Treffpunkt für die Band, also der perfekte Ort für einen Austausch über das gemeinsam Erlebte. Wir sind sehr offen empfangen worden und wir haben eigentlich gemerkt, dass die Lehrer vor Ort die ganze Sache auch in der Regel sehr schön vorbereitet hatten und sich mit ihren Schülern im Vorfeld mit unserer Musik, mit unseren Texten vor allen Dingen aber auch beschäftigt haben. Die Konzerte wurden gewissermaßen in den Lehrplan integriert. Im Vorfeld waren die Texte dran und nach den Auftritten hieß es, mutig genug zum Fragen sein und das auch noch auf Deutsch. Genau. Wann angefangen, Musik zu machen? Also 2009. Wir haben 2009 angefangen. Als Kulturbotschafter reisten sie nach Frankreich und wurden behandelt wie Popstars. So fühlte es sich natürlich großartig an, den Kulturauftrag zu erfüllen. Spannend waren die nationalen Unterschiede bei den Publikumsreaktionen. In Deutschland wird eher die Frage gestellt, warum macht ihr nicht mehr fröhliche Musik? Und in Frankreich ist eher die Frage, wie kommt ihr zu den schönen Balladen? Warum nicht mehr? So. Aber eines ist wohl überall gleich. Man kann dann bei den Schülern auch immer nicht genau absehen, inwieweit ist es jetzt ernst gemeint, wenn da mal ein Ich liebe dich auf die Bühne fliegt. Petra Savadoku vom Thüringer Kultusministerium hatte die Band Wilhelm auf der Konzertreise begleitet. Und die Lehrer vor Ort haben mir das eigentlich auch bestätigt, haben gesagt, also es ist mehr wert, so ein Konzert von einer wunderbaren Band, als zwei, drei Jahre harte Arbeit im Deutschunterricht. Ein musikalischer deutsch-französischer Freundschaftsbeweis und das kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages.